Ralf Fährmann muss am Freitag noch die Heimreise nach Gelsenkirchen antreten. Was für eine bittere Nachricht. 6 Wochen Pause für eine Zerrung des rechten hinteren Kreuzbandes. Und damit wird er wohl nicht nur den Bundesligastart verpassen, sondern man munkelt wohl auch das Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Aber Fährmann geht und eine neue Nummer 1 kommt. Nicht aber im Tor von Schalke, das ist ab sofort Fabian Giefer, sondern die Nummer 1 im Abwehrverbund. Matija Nastasic, der absolute Wunsch. Kandidat des FC Schalke 04, der 21-Jährige noch in Diensten von Manchester City. Da soll aber jetzt Bewegung reinkommen und vielleicht kommt er ja noch hier nach Doha in den nächsten Tagen. Einen wird es auf jeden Fall riesig freuen. Ja, ich kenne ihn nicht genau, persönlich oder was dann auch, aber ja, für Schalke ist es immer gut, was ich gesagt habe, dass jedes Jahr so an der Mannschaft gebaut wird und ein, zwei gute neue Zugänge da sind, dann steigert die Mannschaft nicht.